Da mein Vater selber ein sehr erfolgreicher Jockey war in Deutschland und mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer auch ist, da saß ich auf dem Pferd, bevor ich überhaupt laufen konnte. Das war für mich das Tollste überhaupt, einmal im Jahr unter den Keller laufen zu dürfen, die alten Rennstiefel, die Rennhose, das Renndress von meinem Vater rauszuholen und dann an Karneval als Jockey verkleidet auf die Straße gehen zu dürfen. Das Zusammenspiel aus Pferd und Mensch ist für mich unheimlich faszinierend, weil nur wenn man sich wirklich gegenseitig vertraut, Pferd und Mensch, kann man erfolgreich sein. Und diesen Adrenalinkick, den man, sag mal, beim Rennen dadurch bekommt, den, denke ich, kann man bei keinem anderen Sport so erlangen. Vor dem Rennen ist man in einer Art Tunnel, sage ich mal. Man hat sich sehr gut aufs Rennen vorbereitet und ich gehe mir das Rennen immer wieder im Kopf durch. Das ist der Start zum dritten Rennen, Großer Preis des Rennvereins Zürich. Mein emotional schönstes Erlebnis war sicherlich der Sieg im Großpreis von Berlin, wo ich mit 18 Jahren kurz nach meinem Abitur ein Rennen der höchsten Kategorie gewonnen habe, wovon es nur 7 Rennen in Deutschland gibt. Das war unheimlich emotional für mich, das war ein Riesending und da habe ich auch einige Wochen, wenn nicht sogar Monate gebraucht, um das Ganze erstmal zu verarbeiten, zu registrieren. Nach dem Rennen kann die Gefühlslage halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Man muss mit Niederlagen einfach souverän und professionell umgehen, weil wenn man sich davon irgendwo verrückt machen lässt, dann kommt es meistens nicht so gut, weil man da mental eigentlich ja, einfach sehr stark sein muss. Dann Sambeso, Fleur di Panema, vorne der Angriff ganz außen von Clouds at Night. Wenn man natürlich gewonnen hat, dann ist es ein Gefühl, das kriegt man bei nichts anderem wie bei den Rennen.